Hallo und ein herzliches Willkommen hier wieder zurück im erneuten und neuen Part mit Skyrim. Wir sind gerade in der Nähe eines kleinen Jägerlagers, das ich gerade versuche auszurauben. Mit, nun ja, man sieht es, mäßigem Erfolg. Ha! Und das Bett ist fremd. Heißt, hier kann ich nicht schlafen. Schade. Schade, schade aber auch. So, irgendwo in der Nähe sollte doch jetzt nämlich die geile Schluchtmine sein. Ich muss nochmal ein bisschen zurück, da hinten ist er. Ich sehe in dem Dunkeln natürlich mal wieder rein gar nichts, ob da irgendwelche Feinde auf mich lauern. Aber ich finde es geil. Ein Häschen, hoppeli hoppeli. Und ein Vogelnest. Vogelnest auf einem Boden. Macht so wenig Sinn, aber gut. Shit. Ging daneben. Na gut, ich weiß nicht, wo das Häschen hin ist. Da hinten ist die Mine. Und ich glaube, da muss ich von da hinten rum. Scheiße, ich muss um den Berg. Vielleicht sollte ich auch mal die Reiselaterne ausmachen. Sehen tue ich irgendwie momentan noch mehr als genug. Ist nicht so, dass ich was einsammeln will. Ich will jetzt hier einfach nur mal rum. Irgendwie laufe ich auf dem Berg schon. Okay, jetzt haben wir es gefunden, glaube ich, den Weg dahin zur Mine. Und da sollte ich auch mal die Zeit vergehen lassen. Sonst sehen wir nachher nicht, wo die Spione der Banditen sitzen, bevor sie uns scouten. Sollten wir es nämlich erledigen. So, das reicht. Gleich mal speichern. Schon lange mal gemacht. Ah, da haben wir es. Das ist schön stark befestigt. Dann gehen wir mal auf die Hügel gegenüber. Ha. Ich sehe jetzt partout mal keinen auf den Außenposten. Nee. Sag mir nicht, die sind nur drinnen in der Höhle selbst. Ja, das kann ja lustig werden. Knock, knock, knocking on Heaven's Door. Die geilen Schluchtmine entdeckt. Irgendwie kommt es mir echt spanisch vor, dass hier alles Mögliche rumliegt, aber keine Leute sind. Gehen wir auf da jemand? Erhöhte Position. What the fuck? Ah! Deswegen ist keiner da. Unser lieber Banditen-Outlaw ist ein bisschen falsch platziert gewesen. Ah, da kommen andere. Dammit. Ja. Zu früh. Da waren es nur noch keiner. Mal sehen, wie viele sich noch hier verbergen. Stiefel abgeschmatzt. Lehrlingsschloss effektiv gelootet. Und weiter geht's. Hier liegt der ein Tote. Die hier scheinen mutiger zu sein. Denkst du? Hm. Da waren doch jetzt eben zwei Tote, oder nicht? Ach, da oben liegt er. Ah, und einen Pfeil habe ich hier versammelt. Generell, ich habe sehr wenige Pfeile. Ich glaube, da muss ich mir demnächst mal welche noch kaufen. Die haben eine Schmiede hier oben. Ihr wollt mich doch verarschen.
Und wir haben hier eine Möglichkeit, einen Steinbruch zu bearbeiten. Rekalkumerz, immer gern gesehen. Die Schmelzhütte, dann benutzen wir die doch gleich mal. Was können wir denn bis jetzt schmelzen? Wir können Eisenerz herschmelzen. Dreimal. Gut, einmal gemacht. Wir haben ein Eisentanto. Oh, wir können die Waffen zerschmelzen. Das ist geil. Wir haben ein gewachster und hölzerner Kampfstab. Den können wir in Eisenbarren verwandeln. Okay. Schweres, bemaltes Nordmannsschild bringt 4 Eisenbarren. Der Schlagstock bringt Feuerholz. Rekalkumbarren. Das bekommen wir aus Erz. Stahlbarren aus der Pickhacke. Nee, die brauchen wir ja noch. Das ist cool gemacht, dass wir die Gegenstände noch zerlegen können. Die Materialien. Okay, ich habe 2 Händer. Eisenpanzerhandschuhe. Wenn die nicht... Ja, they don't mind. Dann holen wir uns mal wieder die 8000 Bonuserfahrung. Sehr schön. Boah, in dem Licht sieht das hier immer geil aus. Ey, super. Da hat er jetzt sich's leben lassen. Ich habe darüber nachgedacht, Banditin zu werden. Aber ich ziehe saubere Kleidung und Fischen. Das ist doch gut. So, wir haben jetzt Pelz, Holz, Eisen. Können wir die ganzen Assassinenpfeile herstellen. Bebänderte, Eisendolch, Eisenhelm, Eisenkeule. Konnten wir das die ganze Zeit? Ich glaube nicht. Trauger, Eisentanto, Eisenzweihänder, Eiserner Jägerspeer. Nein, ich glaube, das konnten wir vorher noch nicht. Also ich bin mir aber auch nicht sicher. Das konnten wir definitiv nicht. Die Kaiserlichen. Okay, das Upgrade hat also schon die nächsten Teile dann automatisch freigeschaltet. Ich frage mich aber immer noch, überall sehe ich hier nur Kurzbogen, Kurzbogen. Was ist denn mit den langen Bögen? Kann ich die nirgends herstellen? Da brauche ich noch irgendein Update für Waffen, was wohl oder übel Bögen angeht. Scharniere, Nägel, Eisenbelege, Knochenrüstungen. Ulala. Da brauchen wir Knochenmehl und Netschleder. Sowas wäre doch stylisch momentan. Sonstiges. Fellarmschienen. Da gibt es nichts großartig Neues. Verbesserte. Ja, und hier unter Leder finden wir auch nichts anderes. Also die Kutte. Also ist Leder doch nicht freigeschaltet, oder wie? Ah, ich verstehe dieses System des Skillbaums noch nicht so ganz. Naja, warten wir es ab, was wir irgendwann herstellen können. Wenn es irgendwann orkisch ist, dann funktioniert's. Und ab geht's in die Billiglulsch. Billiglulsch. Billiglulsch? Clean. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Mine. Und Objekte, kann ich kurz noch schauen. Pfeile, langer Pfeil haben wir noch. Ha. Aber gleich mal mehr Schaden. Ist da jemand? Shit. Shit, ist der gut gepanzert. Das ist ein fetter Ork. Ich versuche schon die ganze Zeit in die Beine zu schießen, dass er sich nicht bewegen kann. Alter, der ist mal ein Kaliber. Leck mich am Arsch. Okay. Das müssen wir dann wohl ein bisschen interessanter angehen. Ist da jemand? Och, bleib mir doch aus dem Weg. Schnell hinter den Kameraden verstecken. Fuck, ich häng fest.
Alter, was ist das für ein Typ? Ich meine, der Instant Kill war jetzt okay, aber Raserei einfach mit zwei Händen in 2 Sekunden alles kaputtgeschlagen. Damn. You're motherfucking good. Was war das? Dankeschön, das lobe ich mir doch mal. Burn, baby, burn. Fuck. Jetzt habe ich schön auf der Kiste da gestanden, bin runtergeslidet auf die nächste Kiste und war in der Reichweite des Zweihänders. Nice. Das hätte sogar was werden können. Dammit. Aber Spielchen sind doch schön. Naja. Dachte ich mir schon, das ist eine Ork-Rüstung. Burn, baby, burn. Hat irgendeine Magie auf dem Ding. Scheiße. Ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch. Ich bekomme den noch nicht runter. Da müssen wir irgendwann anders da kommen. Warum muss ich das vorstellen? Ich habe drei Gefährten dabei. Also wenn die Gegner mal generell sich so irgendwie skalieren würden, dass sie so stark sind und bleiben würden. Also da müssen wir sagen, dann darf ich auch mehr Begleiter dabei haben. Weil 3 Stück wäre eigentlich cool. Ich würde gerne einen Nahkämpfer, einen Bogenschützen und einen Magier dabei haben. Einfach so das typische Trio-Team. Trio-Team? Nein. Das Vierer-Team natürlich. Gut, was machen wir jetzt, wenn wir da nicht weiterkommen? Normale Banditen sind ja kein Problem. Aber das schaffen wir noch nicht. Das heißt, wir kriegen ja noch nicht ein neues Haus. Aber die Glutsplittermine, die vor Flusswald, wo wir schon mal uns hineingeschlichen hatten und die Gegner nicht Blatt bekamen, da dürften wir doch jetzt wahrscheinlich was gewinnen können. Hier gibt es eine Höhle. Ob wir uns die mal ansehen sollten? Genau deshalb sind wir hier. Die Emberschad-Mine. Und jetzt langsam schleichen. Das gefällt mir nicht. Vorne ist ein Draht auf dem Boden. Kann man die deaktivieren? Oh ja. Ich habe sie deaktiviert, nicht ausgelöst, aber okay. Die Schicht wird wohl nicht mehr kommen. Der andere war einfach halb nackt. Sehr schön. Die ersten ausgerottet. Und eine Eisenmine gefunden. Ein Job für einen Tagelöhner. Den ganzen Eisenerz hätte man sich früher ja einfach mit dem Old Smithing da die ganzen Kurzdeutsche herstellen können. Oder Kleindeutsche oder ich glaube doch, sie heißen hier Kurzdeutsche. Und damit den Skill hochtreiben, dass man sich ja für den Anfang schon die perfekte Rüstung kredenzen könnte. Ein Tagebuch.
Sieht ein bisschen leer aus hier. Ah, was ist das? Ein Nebel. Aha. Oh. Wieso? Banditak. Burn, baby. Oh, fuck. Da ist er vorbei. Ich brauche andere Pfeile, Langpfeil. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ist er irgendwie da unten drunter? Na toll, jetzt hat sie es schon erledigt. Die ist gut. Die muss ich behalten. Die bleibt im Nahkampf. Müsste allerdings sich mal trainieren, eher in schwerer Rüstung. Wir beide sind vom gleichen Schlag. Wenn ja. ihr es wünscht. Wenn sie eh schon so agil ist, dann kriegt sie von mir doch gerade mal eine Rüstung. Die sie anscheinend aber nicht anzieht. Also ihre unausgerüstete ist anscheinend besser. Dann habe ich leider auch keine eiserne Rüstung dabei. Na, dammit. Es waren doch aber zwei. Ich habe doch einen da runtergeschmissen. Ein anderer ist doch auch noch hergelaufen. Den hat sie hier platt gemacht. Guck mal an. Boah, das mit dem Licht sieht so heftig gut aus. Da hinten sitzt einer. Oh, fuck. Der hat uns wirklich nicht gesehen in den Schatten. Das ist geil gemacht mit dem Sneak Tool. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen als Modifikation. Dann kann man auch wirklich richtig mal schleichen. Hätte ich jetzt eine Lampe angehabt oder dergleichen, dann hätte er mich direkt gespottet. Buch, das wir nicht automatisch gelesen haben. Das kann doch nur ein Zauberbuch sein. Tatsächlich, beschworener Deutsch. Ha. Ich kann ja auch noch Zauber meinen Kameraden beibringen. Das ist aber auch noch ein Eck, das zeige ich euch irgendwann mal. Dafür brauche ich die Bücher und dann kann ich die Bücher denen geben und dann können sie die Bücher lesen, genauso wie ich und eben die Fähigkeiten lernen. Aber erstmal weiter im Text. Ach ja, ich sehe gerade, der Part wird schon mit Überlänge gezogen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch wieder das nächste Mal. Anregungen und dergleichen bitte ab in die Kommentare. Und ich baue da jetzt noch schön gemütlich die Erzader ab. Bis denn, sayonara.